Das herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Gebe ich mal ganz schnell an euch alle hier. Herzlichen Dank, dass ihr unserem kurzfristigen Aufruf zu dieser Kundgebung gefolgt seid. Und als Generalsekretärin von der Internationalen Katholischen Friedensbewegung hier in Deutschland weiß ich, in vielen Ländern stehen im Moment Menschen auf der Straße. Wir sind verbunden mit ganz vielen, die auf der Welt ganz besorgt in den Nahen Osten gucken. Und wir können uns verbunden fühlen mit ganz vielen, die für Frieden demonstrieren und schreien, verhindert einen Krieg dort, schafft Frieden dort. Dafür stehen wir hier. Und Herr Mossen-Masserath hat zwei ganz wichtige Punkte schon gesagt, die ich deswegen nur noch mal kurz unterstützen möchte. Ich erwarte von der Bundesregierung und von der EU und auch eigentlich von der NATO, dass sie klar und deutlich verurteilen, dass es ein völkerrechtswidriger und die Menschenrechte verletzender Angriff war, General Soleimani zu ermorden. Wir brauchen das, wenn man vermitteln, wenn man diplomatisch diese Situation deeskalieren will, muss man erstmal klar reden, was überhaupt passiert ist. Das Zweite, was ich unterstützen möchte, ist, Deutschland muss dieses Truppenstationierungsabkommen kündigen und es dürfen keine Unterstützungen für den amerikanischen Drohnenkrieg mehr über Ramstein oder irgendwelche anderen Airbases laufen. Ich habe aber auch Sachen gehört, diese Woche schon in Interviews, zum Beispiel Außenminister Maas hat deutlich gesagt, er will Diplomatie in jeder Situation eine Chance geben und deswegen sich weiter für ein Atomabkommen zwischen Iran und USA einsetzen. Das ist gut. Ich erwarte von der deutschen Bundesregierung diplomatische Schritte. Das soll sie tun. Das Ganze hat nur leider einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn ich nämlich Diplomatie fördern will, wenn ich vermitteln will, dann darf das keine Schönheitsfehler haben. Und die deutsche Politik hat einen großen Schönheitsfehler, ein großes Problem. Und das sind die Rüstungsexporte aus Deutschland. Das ist der Waffenhandel. Aufschrei, stopp den Waffenhandel. For crying out loud, stop the arms trade. Wir beschäftigen uns seit 2011 mit deutschen Rüstungsexporten und wir sagen immer, wenn irgendwo auf der Welt ein Konflikt ausbricht, wenn gekämpft wird, wenn ein Krieg da ist, dann haben vermutlich beide Seiten deutsche Waffen. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie sieht das denn in diesem Fall eigentlich aus? Denn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben ja jetzt schon nahezu kriegsähnliche Ausmaße angenommen. Wenn wir auf die Seite des Iran schauen, dann muss ich leider feststellen, dass sich daran ein Beispiel sehr deutlich zeigen lässt, wie absurd, wie fatal, wie gefährlich und risikoreich die deutsche Rüstungsexportpolitik ist. Nämlich schon 1967, also 5 Jahrzehnte zurückliegend, hat Deutschland eine Lizenz zum Bau des G3-Gewehrs von Heckler und Koch an den Iran gegeben. Das G3 ist ein sehr gefährliches, auf der Welt sehr weit verbreitetes Sturmgewehr. Und noch heute, nachdem sich im Iran im Vergleich zu 1967 die politische Situation mehrfach ganz stark verändert hat und auch heute noch, obwohl Deutschland jetzt nicht sagen würde, das ist unser Partner, das ist unser Freund, weil die Politik eine ganz andere ist. Auch heute noch ist das G3-Gewehr das Standardgewehr der iranischen Armee. Das zeigt, Lizenzen für den Bau deutscher Waffen an andere Länder zu geben, ist ein viel zu großes Risiko und das dürfte nie, nie mehr passieren. Und dann gucke ich auf die Seite der USA und dann ist es ja so, dass alle sagen, ja, NATO-Partner, Bündnispartner, Freund, das wackelt zwar inzwischen, aber eigentlich geht man davon aus, den USA, egal was die von deutscher Technik, Waffentechnik haben wollen, das kann man immer liefern. Und jetzt schauen wir doch mal ganz genau hin, was ist denn geliefert worden?
Und ich habe mir die Rüstungsexportberichte von 2015 bis jetzt mal angeschaut. Und natürlich wird an die USA geliefert. Und das, was geliefert wird, sind Bestandteile für Drohnen. Sind Triebwerke, ist Software, ist Technologie. Wir wissen von früheren Modellen der amerikanischen Drohnen, dass da Daimler-Motoren drinstecken, dass da also deutsche Technologie drinsteckt. Und ich frage mich jetzt, in der Drohne, mit der General Soleimani getötet wurde, hat die auch aufgrund von deutscher Technologie funktioniert? Stecken da deutsche Bestandteile drin? Mit Blick darüber, Wirtschaftsminister Altmaier, können Sie mir bitte Gewissheit darüber verschaffen, dass da keine deutschen Bestandteile und damit keine deutsche Verantwortung drinsteckt? Darum bitte ich Sie ganz deutlich. Bravo. Denn es kann nicht sein, dass wir einerseits, was ich sehr, sehr, sehr befürworte, diplomatisch deeskalieren wollen und gleichzeitig unbemerkt den Krieg auch durch Waffenlieferungen unterstützen. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam hier nochmal deutlich rufen, stoppt den Waffenhandel, beendet die deutschen Rüstungsexporte, schafft ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das klar kontrolliert und das dafür sorgt, dass ich so etwas wissen kann. Denn darüber besteht immer noch keine Transparenz. Die Bundesregierung ist ganz klar von der grünen Bundestagsabgeordneten bereits im November 2018 gefragt worden in Bezug auf die aktuellen bewaffneten Drohnen, ob da deutsche Bestandteile drin sind. Und die Regierung beruft sich dann auf den Schutz der Rüstungsfirmen, dass die ja keine Geschäfte mehr machen können, wenn das alles so bekannt wird. Das darf nicht sein. Transparenz bedeutet, dass wir wissen müssen, wo deutsche Bestandteile in welchen Waffen sind. Und deswegen, weil das sowieso nie kontrollierbar sein wird, bin ich dafür. Stoppt den Waffenhandel, schafft ein klares Rüstungsexportkontrollgesetz, das den deutschen Rüstungsexport drastisch reduziert und klar kontrolliert. Und damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Demonstrieren wir weiter für Frieden im Nahen Osten. Überhaupt kein Waffenhandel!